Der Leichnam von José Eduardo dos Santos ist nach Angola zurückgekehrt. Der ehemalige Präsident, der das Land 38 Jahre lang regiert hatte, starb vergangenen Monat in Barcelona, wo er bis zuletzt gelebt hatte. Simão Matilde kam wie viele gleich zum Flughafen. Angola ist ein Land, das große Turbulenzen erlebt hat, und er hat sich für den Frieden im Land eingesetzt. Das angolanische Volk hat darauf gewartet, dass er zurückgebracht wird, denn José Eduardo dos Santos war der Präsident, der unserem Land die Unabhängigkeit und die Freiheit geschenkt hat. Deshalb bin ich jetzt sehr glücklich, so Claudio Neves. Der Überführung der sterblichen Überreste von dos Santos nach Luanda ging ein wochenlanger Rechtsstreit zwischen zwei Familienzweigen voraus. Nun wurde der Leichnam an seine Frau Ana Paula dos Santos übergeben. Die älteren Kinder waren aufgrund der anstehenden Wahlen am 24. August gegen die Übergabe des Leichnams an die Witwe. Es ist ein großer Schmerz. Wir waren alle seine Anhänger. Die Eltern, die Ehemänner waren alle bei der FABLA, den bewaffneten Freiheitskämpfern Angolas, erzählt Leonor dos Santos Cruzpay. Die Urne wurde anschließend in die Residenz des ehemaligen Präsidenten in Luanda gebracht, wo sie bis zur Beerdigung bleiben wird.